Parlamentswahl in Frankreich. Seit Sonntag früh sind die Wahllokale geöffnet, denn in dem Land findet die entscheidende zweite Runde der Parlamentswahl statt, nachdem am Wochenende zuvor die erste Runde abgehalten wurde, bei der die Wahlbeteiligung unter 50% lag und nur wenige Bewerber die erforderliche Mehrheit für einen Sitz in der Nationalversammlung erringen konnten. Für Präsident Emmanuel Macron steht viel auf dem Spiel und es könnte sehr eng werden. Denn es geht für ihn darum, ob er im Parlament weiterhin für seine politische Linie eine Mehrheit finden wird. Bisher verfügt das Parteienbündnis hinter Präsident Macron dort über eine absolute Mehrheit. Die könnte jedoch von dem neuen Bündnis aus Linkspartei, Sozialisten, Grünen und Kommunisten um den 70-jährigen Politiker Jean-Luc Mélenchon gekippt werden. Circa 48,9 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die letzten Wahllokale schließen am Sonntagabend um 20 Uhr.